Bertha Römer, 2 Jahre, erschossen vom Vater. Eberhard Römer, 4 Jahre, erschossen vom Vater. Karl Römer, 6 Jahre, erschossen vom Vater. Erdmutter Römer, 8 Jahre, erschossen vom Vater. Richarda Römer, 10 Jahre, erschossen vom Vater. In der Nacht des 22. April 1945 ereignet sich in der sächsischen Kleinstadt Großenhain eine Familientragödie. Der Tuchfabrikant Joachim Römer erschießt seine gesamte Familie und am Ende sich selbst, kurz bevor die Rote Armee in Großenhain einmarschiert. Schauplatz der Tragödie ist die Villa der Familie. Was hat den Familienvater Joachim Römer zu dieser Wahnsinnstat getrieben? Wie hat er es fertiggebracht, seine 5 Kinder nacheinander mit seiner Dienstpistole zu erschießen? Und seine Ehefrau, und seine Schwiegermutter, und seine Privatsekretärin. Der Pfarrer Christoph Reichel in Krimitschau ist der Großneffe von Joachim Römer, Franziska Reichel, seine Tochter. Über den Untergang des Nazi-Regimes haben sie viel erfahren. Die Selbstmorde und Morde in ihrer eigenen Familie sind ihnen jedoch ein Rätsel geblieben. 70 Jahre danach wollen sie nun verstehen, wie es dazu kommen konnte. Die Villa Römer in Großenhain. Kurz vor Ende des Krieges, Schauplatz einer ganz besonderen Familientragödie. Ein Drama, das in den Wirren und dem Chaos zum Ende des Krieges keine Schlagzeilen hinterlässt. Das Sterben ist allgegenwärtig, auch Selbsttötungen. Im April 1945 schnellt die Zahl der Suizide in Deutschland sprunghaft in die Höhe. Der bekannteste Fall ist der des Propagandaministers Josef Goebbels, der sich mit seiner Frau Magda und den 6 Kindern vergiftet. Kameramänner der Roten Armee filmen kurz danach die schaurige Szenerie. Goebbels hatte als einer der Hauptakteure des Nazi-Regimes zu Recht Strafe und Rache der Sieger zu fürchten. Aber was waren die Motive von Joachim Römer, seine Familie auszulöschen? Von der Tragödie, die sich in diesem Haus abgespielt hat, wissen wir fast nichts. Es gibt keine Bilder und auch keinen Abschiedsbrief. Ganz zu Beginn des Dritten Reiches, im Juni 1933, ist die Welt für den 25-Jährigen noch in Ordnung. Joachim Römers Schwester Renate heiratet im Meißner Dom. Hier sehen wir ihn mit Hertha Hofmeister, die er ein paar Monate später heiratet. Im selben Jahr übernimmt Joachim Römer die Tuchfabrik seines Vaters und hofft auf den von Hitler versprochenen Wirtschaftsaufschwung. Das Faschingsfest 1936 begeht die Familie in gehobener Stimmung. Die Kleidung ist bürgerlich, nur einer ist in Uniform erschienen, Joachim Römer. Das ist meine Omi, Renate. Und das ist der Jochen. Der sich umgebracht hat. Naja, der seine Kinder umgebracht hat und seine Frau. Und ja, der hat die alle ermordet und sich selber dann auch. No. Wie kann ein Mensch sowas machen? So brutal sieht er doch jetzt hier gar nicht aus. Nee, gar nicht, ne? Hier mit den ersten Kindern, mit der Ricarda hieß die, glaube ich, und Erdmute sind die beiden Großen. Hier sieht er einfach wie ein netter Vater aus. Na klar. Ist ein stolzer Vater auch, ne? Ist das der Junge? Also das ist der bestimmt Karl? Der Karl. Ja. Aber guck mal hier, da ist er dann schon in der Uniform, ne?
In der SS. Schwarze Uniform, ja. Genau. Auf dem Friedhof von Großenhain sind die beiden mit Rosemarie Tschoche verabredet. Sie war mit der ältesten Tochter der Römers befreundet und stellt noch heute Blumen ans Grab, wie andere Großenhainer Bürger auch. Frau Tschoche, schön, dass Sie heute Zeit für uns haben. Guten Tag, Herr Reichert. Guten Tag. Tag, Franziska. Wir haben ein paar Bilder von Ricarda mitgebracht. Ja. Oh, das ist sehr schön. Ja, ich lege Wert drauf, Ricarda, denn wie gesagt, das war seine faschistische Ideologie. Dort kommen die arische Sache zum Ausdruck. Es sind alles deutsche Namen gewesen. Es waren Kinder, die waren ja alle blond und blauäugig. Mhm. Also ganz der arische Schlag, der nordische Schlag, der ja eigentlich auch so gewollt war. Aha. Ich bin ja mit Ricarda in die Klasse gegangen. Bin ich bei Kindergeburtstag mit dabei gewesen. Es ist eigentlich immer sehr schön gewesen, sehr fröhlich. Ganz süß war die Kleine, die Bertha. Das war wirklich ein ganz reizendes kleines Mädchen. Joachim Römer war ein überzeugter Nationalsozialist. Schon 1933 trat er in die NSDAP ein. 1936 wurde er Mitglied der SS. Der nächste Schritt, Leiter des Kreisamtes für Rassenpolitik in Großenhain. Stationen einer Karriere, die Fragen aufwerfen, die aber auch helfen könnten, Antworten zu finden auf der Suche nach einem Tatmotiv. Die beiden suchen nun im Internet nach Spuren von Joachim Römer, Großenhain. Mit 16 hat er sich schon mit rassenpolitischen Fragen beschäftigt und hat dann, als er in die NSDAP eingetreten ist, Veröffentlichungen gemacht. Ob von diesen Veröffentlichungen noch was da ist? Christoph und Franziska Reichel beschließen, nach Großenhain aufzubrechen und direkt vor Ort weiter zu recherchieren. Die erste Station ihrer Spurensuche soll hier das Stadtarchiv sein. Die Archivarin hat bereits einiges herausgesucht. Da kommt sie. Das sind die Akten von Joachim Römer und die SZ hat schon mal recherchiert, da habe ich Ihnen schon mal einen Artikel dazugelegt. Oh, danke. Sie stoßen auf einen Brief von Joachim Römer vom 27.12.1932 an den Großenhainer Stadtrat. Er beantragt darin eine Bürgschaft in Höhe von 35.000 Reichsmark, um seine Tuchfabrik weiterführen zu können. Der Stadt würden dadurch weitere Arbeitslose erspart und eine Hypothek gesichert. Gute Argumente in der Zeit der Krise. Selbstständige Firma Gebrüder Nauendorf wird jetzt geleitet von dem verhältnismäßig jungen, 24-jährigen Joachim Römer, der trotz seiner Jugend ein sehr gewandter und überdies sehr strebsamer junger Kaufmann ist. Er hat nun intensives Bestreben, die Firma zu retten und weiterzuführen. Und bekommt er das Geld jetzt? Mal sehen. Ah, hier steht's. Guck, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass der Kreditausschuss die Bürgschaft genehmigt hat. Hat er Erfolg gehabt damit. Aber scheint ein angesehener Mann gewesen zu sein hier. Scheinbar. Der anfangs hoch verschuldete Fabrikant ist nach der Machtübernahme der Nazis geschäftlich sehr erfolgreich. Joachim Römer führt sein Unternehmen als nationalsozialistischen Musterbetrieb. Auf einem Foto von 1936 sieht man ihn bei einem Betriebskonzert der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude für die Arbeitskameraden seiner Firma im Garten seiner Villa. Aus dem gleichen Jahr soll es auch verschiedene Aufsätze zum Thema Rassenkunde geben, die Joachim Römer verfasst und publiziert hat. Um diese Texte begutachten zu können, fahren die beiden nach Dresden und suchen in der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek weiter. Sie finden die Artikel in der Zeitschrift Volk und Rasse, herausgegeben von der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene und dem Reichsführer SS Heinrich Himmler. Ja, Fremdrassen in Sachsen. Joachim Römer. Der hat eine Erhebung gemacht in seinem Kreis über die Zahl von Leuten, die fremdstämmig sind, und hat da ganz verschiedene Bilder gemacht und die zugeordnet. Ob die wussten, was das bedeutet? Da geht es um die Zigeuner, weil ja die Frage der Juden schon geklärt sei, wie er sagt. Und damit, dass er die Leute alle aufgenommen hat, hat er wahrscheinlich schon auch gesagt, was damit passieren soll.
Denn die Zigeuner sind ja genauso wie die Juden ins KZ gekommen. Mhm. Macht er sich schon mitschuldig auf die Weise natürlich. Und dann sagt er, Leistung kommt aus guter Anlage her und diese Anlage ist ererbt. Und deswegen will er die reinrassischen Facharbeiter mit guten Leistungen fördern, ihnen eine gute Ausbildung geben und große Wohnungen und sie so fördern, dass sie möglichst viele Kinder kriegen, weil nämlich die Not des Tages ist, das deutsche Volk stirbt aus. Die Guten züchten wir ein Stück. Genau, und man soll damit verhindern, dass die Untermenschen zu viele Kinder bekommen. Das ist alles ganz schön absurd. Die Rassenpolitik ist ein Kernstück des Machtsystems der Nazis. Propagiert wird die Überlegenheit des arischen Herrenmenschen über die minderwertigen Rassen. Joachim Römer glaubt daran. Und er spendet Geld für die von der SS betriebenen Lebensbornheime. Dort sollen sogenannte rassereine junge Frauen anonym entbinden können und ihre Kinder an SS-Angehörige zur Adoption freigeben. Je mehr die beiden zu lesen bekommen, desto deutlicher schält sich Joachim Römer als gläubiger Rassenkundler heraus. Ein Fanatiker, der für seine Überzeugung auch in den Krieg ziehen würde. Dazu soll es aber nicht kommen. Zu seinem großen Bedauern wird er aus gesundheitlichen Gründen ausgemustert. Dafür leistet er seinen wehrwirtschaftlichen Dienst zu Hause. Seine Fabrik produziert Uniformstoff für die kämpfende Truppe. Daneben betreibt Joachim Römer die Schulung der Ordnungspolizei, bevor diese in Richtung Osten in Marsch gesetzt wird, um ihr Vernichtungswerk hinter der Front zu betreiben. Im März 1945 wendet sich das Blatt. Im Osten überquert die Rote Armee die Oder, im Westen stehen die Amerikaner kurz vor der Elbe. Großenhain liegt genau zwischen den Fronten. Etwa 100 Kilometer östlich, in Görlitz, tritt Goebbels Anfang März 1945 noch einmal ans Mikrofon. Jene Divisionen, die in den nächsten Wochen und Monaten zu Großoffensiven antreten werden, werden in diesen Kampf hineingehen wie in einen Gottesdienst. Und ich glaube so fest, dass wir eines Tages den Sieg an unserer Fahnen heften werden, wie ich je in meinem Leben an etwas festgeglaubt habe. Goebbels versucht, die letzten Reserven zu mobilisieren und aufzurütteln. Die Propaganda präsentiert entsprechende Gräueltaten der Roten Armee. Auch in diesem Gebiet haben die bolschewistischen Bestien die schlimmsten Verbrechen begangen. Das viehische Treiben dieser Untermenschen jagt jedem anständigen Deutschen das Blut in die Schläfen. Die Horrormeldungen über sowjetische Gräueltaten zeigen Wirkung. Aber nicht immer ist es die von Goebbels beabsichtigte. Vor allem in den östlichen Teilen Deutschlands gibt es eine wahre Selbstmordepidemie. Allein in Berlin verzeichnet die Statistik für den April 1945 fast 4000 Suizide. Wahrscheinlich waren es sogar noch mehr. Die Fronten rücken immer näher. Am 18. April erreichen US-Truppen Leipzig, 80 Kilometer westlich von Großenhain. Einige Fanatiker leisten noch Widerstand. Andere geben auf oder nehmen sich das Leben. Der Leipziger Bürgermeister vergiftet sich und seine Familie samt Sekretär in seinem Arbeitszimmer. Aus dem Osten rückt unaufhaltsam die Rote Armee vor, immer weiter auch auf Großenhain zu. Christoph und Franziska Reichel wollen nun im Museum Alte Lateinschule den Lokalhistoriker Kai-Uwe Schukowski fragen, wie die Situation im April 1945 in Großenhain war. In diesem Heft, Einmarsch der Roten Armee, Aufbau der Verwaltung, sind einige Unterlagen abgedruckt. Darunter auch der Aufruf der NSDAP-Kreisleitung Großenhain, der datiert vom 21. April 1945. Ab heute Abend 20 Uhr haben sich Frauen und Kinder auf den Straßen in Marsch zu setzen. Mit diesem Aufruf war auch den Nazi-Größen in Großenhain bekannt,
dass das Dritte Reich seinem Ende zugeht und dass mit einem baldigen Einmarsch der Roten Armee zu rechnen war. Und mit dieser Bewegung der Flucht setzte dann am nächsten Tag mit dem Herrn Joachim Römer die Selbsttötungswelle in Großenhain ein, die ungefähr über einen Monat hin dauerte und um 25 Selbsttötungen umfasste, zuzüglich dann bei einigen Familien die Morde an den Kindern. Viele befolgen den Evakuierungsbefehl und machen sich mit Handwagen und Fahrrädern auf den Weg. Frauen, Kinder, alte Menschen. Im Gegensatz zu den vielen anderen beschließt Joachim Römer aber, mit seiner Familie zu Hause zu bleiben und zu sterben. Irgendwann in den letzten Monaten muss in ihm der Entschluss gereift sein, sein Leben und das seiner Familie auszulöschen. Aber warum? Aus Angst davor, dass die Rache der Sieger tatsächlich so grausam ausfallen würde, wie das die Goebbels-Propaganda ausmalte? Aus Furcht vor Strafe, weil er sich womöglich schuldig gemacht hatte? Oder aus der nackten Verzweiflung eines Fanatikers? Was dann in der Villa Römer genau geschah, kann nicht mehr vollständig rekonstruiert werden. Sicher ist, in den frühen Morgenstunden des 22. April 1945 sterben hier 5 Kinder und 4 Erwachsene. Die Wohnung der Römers lag im ersten Stock. Im Eckzimmer befand sich eine lange Tafel, an der sich das Ehepaar am Abend des 21. April still gegenüber saß. Das berichtete eine Nachbarin, die sich vor ihrer Flucht noch von ihnen verabschieden wollte. Doch was hat sich in den nächsten Stunden hier abgespielt? Wie hat der Hausherr die 3 erwachsenen Frauen getötet? Haben die Eltern ihren Kindern Schlaftabletten gegeben, bevor der Vater sie der Reihe nach erschossen hat? Heinrich Knobloch, der Prokurist der Firma, schreibt an Christophs Großmutter Renate Bödker, die Schwester von Joachim Römer. Knobloch ist der Letzte, der unmittelbar vor der Tragödie noch mit ihm gesprochen hat. Herrn Jochen habe ich an dem Abend gegen 22:30 Uhr noch telefonisch von Wohnung zu Wohnung gesprochen und ihm dabei mitgeteilt, dass ich Großenhain mit meiner Familie verlassen möchte. Seine Stimme kam mir etwas seltsam vor, aber ich hatte dies auf die allgemeine Erregung, welche wegen des bevorstehenden Russenanmarschs herrschte, zurückgeführt. Ich fragte ihn noch, ob er bzw. seine Familie gleichfalls von Großenhain weggehen würden. Darauf antwortete er mir, er glaube, sie würden da bleiben und jeder müsste ja selbst wissen, was er dem Vaterland noch opfern wolle. Bevor Joachim Römer in den frühen Morgenstunden des 22. April seine Familie und sich selbst tötet, legt er an verschiedenen Stellen der Wohnung Feuer. Weil der Rauch aus den Fenstern dringt, kann der Brand schnell entdeckt und gelöscht werden. Am Nachmittag werden dann 9 in Leintücher gewickelte große und kleine Körper aus dem Haus getragen und auf einen Tafelwagen geladen und zum Friedhof gebracht. Eine Menschenmenge hat sich vor dem Haus gebildet und beobachtet das Geschehen. Darunter auch der Steinmetzmeister Klaus Witschel, der damals 6 Jahre alt war und mit Karl Römer befreundet war. Er wohnte gegenüber. Guten Tag. Guten Tag. Schön, dass wir uns heute hier treffen können. Wir haben die Bilder mitgebracht, wie wir ja schon am Telefon besprochen haben. Sie kennen ja Joachim Römer von damals. Das ist der Karlemann. So habe ich ihn noch in Erinnerung. Ich kann mich wirklich an die Familie auch ganz gut erinnern. Noch. Wenn wir zusammen Kaffee getrunken haben, da hatte ich den Eindruck einer intakten Familie, dass man dort, dort stimmt es. Okay. Ganz einfach. Ja. Und ansonsten war das ganz schlimm, wo wir aus Großenhain rausgezogen sind. Sind wir hier vorbeigezogen Richtung Elbe und da stand ein Tafelwagen da und hatte da geparkt vor dem Tor. Und da wurden gerade die ganzen Toten rausgetragen. Ja. Das war für mich ein ganz furchtbarer Eindruck, weil ich fragte, was hier los wäre. Und was hat man Ihnen für Antworten gegeben? Was haben Ihre Eltern Ihnen darauf geantwortet?
Man hatte an für sich Verständnis für die Reaktion dieses Mannes und der gesamten Familie. Ihre Eltern haben es ja anders gemacht. Ja, er war aber, wie ich im Nachhinein erfahren habe, Rassenkundler wohl hatte eine nationalsozialistische Sicht, die unter der Haut ging bei ihm. Und das hat Verantwortung gebracht und die hat er eben umgesetzt. Man muss die Situation von damals erlebt haben, diese Ausweglosigkeit, 45, dann kann man auch manches verstehen, dass manche dann nicht wussten, wo noch ein Ausweg da praktisch da ist. Ja, ja. Nach der Wende, wo alles in Aufbruchstimmung war, ist es natürlich so gewesen, da hatte ich also große Angst, dass praktisch dieser Grabstein verschwindet, weil ich meine, dieser Grabstein soll erinnern und mahnen, wohin totalitäre Ideologie und Fanatismus führt. Die Begegnungen mit Zeitzeugen in Großenhain liefern wichtige Puzzlestücke für Franziska und Christoph Reichel, Annäherungen an das mögliche Motiv. Aber einige Fragen sind nach wie vor nicht geklärt. Vielleicht gibt es ja doch noch irgendwo Briefe von Joachim Römer, die Aufschluss geben könnten über seine inneren Beweggründe. Bei Verwandten in Dresden forschen die beiden weiter. In Dresden treffen Franziska und Christoph Lutz Böttger. Er ist ein Neffe von Joachim Römer und hat sich intensiv mit den Akten der Familie beschäftigt. Guck mal, wir haben hier ein Bild mit dir und den Römers am Strand. Kannst du dich an ihn noch erinnern? Ich kann mich erinnern an Tischrunden im Esszimmer, wo er sehr die Szene dominierte. Und auch an Spaziergänge im Stadtpark in Großenhain. Aber sonst sind meine Erinnerungen eigentlich hauptsächlich dadurch geprägt, was meine Mutter mir erzählt hat. Und da war er eben ein SS-Offizier, der seiner Familie einen Lebensstil aufzwang, der ziemlich spartanisch war. Die sollten nicht besser leben als die Arbeiter in der Fabrik. Ich hatte mal eine Begegnung mit einem ehemaligen Lehrling. Und dieser Lehrling war sehr gut gewesen in seiner Ausbildungszeit. Und Joachim Römer hatte ihm deswegen ein Stipendium versprochen. Mhm. Und der Lehrling hat gesagt, es sei alles okay gewesen, bloß die Schädelmessung, die er durchgeführt hat, um die rassenpolitischen Merkmale seiner Arbeiter festzustellen, die hätten ihn gestört. Aha. Weißt du, ob er vielleicht mit Fremdarbeitern ganz anders umgegangen ist? Da weiß ich nichts davon. Ich nehme an, dass er welche hatte, höchstwahrscheinlich. Weißt du, ob er persönlich direkt an so Verbrechen wie Exekutionen beteiligt war? Das weiß ich nicht, aber ich schließe es eigentlich mit Sicherheit aus, weil er nie an der Front war. Außerdem wurde er gebraucht als Leiter einer Fabrik, die Uniformtuche herstellte, die also für die Rüstung wichtig war. Und er hat zum Beispiel auch Uniformtuche geliefert nach Dachau, und da war er stolz drauf. Aber er hat nicht selber Hand angelegt. Sein Verbrechen bestand eigentlich darin, dass er andere in dieser Ideologie geschult hat, zum Beispiel Offiziere der Ordnungspolizei. Die Ordnungspolizei war Teil der NS-Terrormaschinerie. Es waren zumeist reguläre Polizeieinheiten, die während des Krieges in die eroberten Ostgebiete versetzt wurden und hinter der Front zum Einsatz kamen. Bei der Bekämpfung von Partisanen und bei der Verschleppung und Ermordung von Zivilisten hinterließen sie blutige Spuren. Die Suche geht weiter. Im sächsischen Hauptstaatsarchiv in Dresden liegen die Akten der Firma Gebrüder Naundorf, Inhaber Römer KG. Zwischen der geschäftlichen Korrespondenz stoßen Franziska und Christoph auf Dokumente, die Joachim Römer wahrscheinlich nicht so gern zu Hause aufbewahren wollte. Unter anderem auf diesen Brief vom 15. März 1944 an seinen Cousin Herbert Römer, der als Soldat in Südosteuropa stationiert war. Hier habe ich noch was. Gott sei Dank, dass wir die Finger nun in Ungarn drin haben. Die Juden waren noch sehr dreist.
Vielleicht merken Sie nun was. Es gibt 800.000 dort, jeder ein Todfeind von uns. Wir sind alle soweit gesund. Am 28. März 1944 drückt sich Joachim Römer in einem Feldpostbrief an seinen Cousin noch drastischer aus. Er schreibt: Wer die jetzigen Verhältnisse im Lande kannte, hat allerdings nach einem deutschen Eingreifen gegen die 800.000 Judenlümmel geradezu geschrien. Insofern hat das Ganze etwas Befreiendes an sich. Hoffentlich ist noch Zeit, ganze Arbeit zu leisten. Tatsächlich wurden viele dieser Menschen später im KZ Auschwitz ermordet. Nach diesen Briefen brauchen die beiden eine Atempause an der Elbe. Hier studieren sie die Kopien aus dem Archiv. Nur die Kinder. Joachim Römer hat sich nicht vorstellen können, dass nach dem Untergang überhaupt Leben noch möglich ist. Die Stadt Dresden war zerbombt, das hat er mitgesehen. Und kann sich nicht vorstellen, dass ein Weiterleben mit einem faulen Frieden oder mit Bolschewismus und Hunger überhaupt sich lohnen würde. Man muss siegen oder untergehen. Schon viele Völker haben vor dieser Frage gestanden. Nur die Kinder können einem dabei leid tun. Eine Frage ist bis jetzt offen geblieben. Wieso hat Hertha Römer, die Mutter, ihre Kinder nicht beschützt? Wie hat sie es zulassen können, dass ihr Mann nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Kinder mit in den Tod nahm? Hätte sie nicht mit den Kindern fliehen können? Vielleicht weiß Christophs Mutter, Sabine Reichel, mehr darüber. Sie ist die Nichte von Joachim Römer. Mir ist es immer noch vollkommen unverständlich, wie eine Mutter ihre Kinder freiwillig töten lassen kann. Es ist und bleibt vollständig unerklärlich. Ich habe hier einen Brief vom März 1945. Den hat die Hertha an meine Mutter Renate geschrieben. Wie gern würde ich mal wieder mit dir zusammensitzen und all die vielen, vielen Dinge besprechen, die es jetzt gibt, die einen in bange Zweifel stürzen. Vielleicht, vielleicht ist es noch mal möglich. Wenn nicht, so werden wir aufrecht sterben. Und uns nicht läppisch ans Leben klammern, wenn es nur Schande, Schmach und Quälerei sein kann. Jochen sagt, es hat keinen Zweck, für eine kurze Frist alles Flüchtlingselend auf sich zu nehmen. Außerdem wüsste ich nicht, wohin mit den 5 kleinen Kindern. Ich kenne niemanden westwärts. Wenn ich bedenke, dass diese 5 Kinder hätten leben können, wenn sie leben gedurft hätten. Unsere Mutter und ihre Cousine hatten ihn den beiden Eltern angeboten, alle 5 Kinder zu übernehmen und sie zu ihren schon vorhandenen 4 Kindern dazu durch die schwierigen Nachkriegsjahre zu behüten und zu ernähren. Es wurde nicht angenommen. Unsere Mutter dagegen hatte die Kraft, sich zum Leben zu entscheiden. Und dieser Entscheidung können wir unser Leben jetzt wirklich verdanken, wir alle, so wie wir hier stehen. Ja. Du auch. Haben auch Sie ein Geheimnis in Ihrer Familie, dem Sie nachspüren wollen? Dann schreiben Sie uns. Und vielleicht gehen wir demnächst mit Ihrer Geschichte auf die Spur der Ahnen.